Und willkommen zurück, meine lieben Freunde. FIFA 16 Trainerkarriere mit dem FC Bayern. Jetzt geht's am Wochenende gegen Borussia Mönchengladbach. Meine Spieler nochmal motivieren. Auf welche Position steht Gladbach? Oh, die sind aktuell Zweiter, haben Schalke überholt. Ich kann mit einem Sieg meine 90 Punkte holen. Bin immer noch ungeschlagen. Wettbewerbsübergreifend. Also bei mir ist alles top und flauschig. Nationaltrainer auf Fährte, Neuseeland. Ich hoffe ja noch auf Deutschland. Naja, bleiben wir mal geduldig. Vielleicht klappt es ja noch. So, ein Tag, dann ist Gladbach an der Zeit. Komm schon. FC Bayern kann eine... Was stand da? Keine Ahnung. So, geht's nochmal ins Büro. Monatsbericht, Jugendmannschaft. Hier, Jan Heise, mein Torwart. Ja. Muri. Wieso habe ich den drin? Das ist doch Jugendspieler freigeben. Der ist doch hier nur... Jugendspieler freigeben. Oha, hier. Thomas Kock. 93 Potenzial. Hier in 4. Ach ja, das ist der Heise. Ansonsten ist im Moment recht düster, was die Jugendmannschaft angeht. So, wir spielen gegen Gladbach und ihr habt es eben schon gesehen. Es geht in der Woche dann schon wieder nach 2 Tagen. Naja. Warum spiele ich nicht auf einem Samstag? Geht's gegen Arsenal. Das heißt, ich muss heute wieder rotieren und Jugend forscht auflaufen lassen, damit ich dann gegen Arsenal wieder volles Rohr geben kann. So, Götze kommt für Thomas Müller. Costa, topfit, kommt für Arjen Robben. Thiago, gelb vorbelastet, egal, kommt für Geis. Kimmich für Vidal. Kingsley Coman für Lewandowski. Dann habe ich noch einen Martinez, der kommt für Badstuber. Juan Bernat für Philipp Lahm. Und dann habe ich noch Julian Green, der darf den Ribéry ersetzen. Also volles Rohr. Spielen. So, willkommen in der Allianz Arena. Der FC Bayern empfängt Borussia Mönchengladbach. Und es ist schon wieder ein Spitzenspiel. Erster gegen Zweiter. Wer hätte das gedacht am wunderschönen Sonntagnachmittag? Ja, hier nochmal ein Blick auf die Tabelle. Erster gegen Zweiter. Es geht für Gladbach um die Vizemeisterschaft, um den direkten Einzug in die Champions League. Meister ist ja... da gibt es nicht mehr viel zu holen für andere Teams. André Hahn, 4 Tore in den letzten 3 Spielen. Oi. Naja, Gladbach hat gegenüber Schalke auch ein bisschen aufgeholt. Die waren mal deutlich weiter weg. So, auf geht's. Team B quasi. Und hier, ganz stark wird abgedrängt hier der Julian Green und müsste die erste Ecke geben. Ja, Douglas Costa. Das war doch der eigene Mann gerade, ne? Hat er wohl gedacht, wenn er aufs Tor köpft, ist es nicht so gefährlich wie Thiago. So, natürlich will ich mir hier nicht die Blöße geben und hier irgendwie komisch spielen oder verlieren oder so. So, im Moment kommen wirklich alle zum Einsatz. Kingsley Coman im Abseits. So, ganz stark. Oh, das war nicht stark. Drimmitsch. Kein Problem für Neuer. Thorgan Hazard. Das wäre natürlich auch ein Spieler irgendwie für mich. Oh, und wieder Ecke. Ja,
Borussia MG, da muss man natürlich aufpassen. Die sind natürlich. Und Martinez. So, schön geholt den Ball und auf geht's in die andere Richtung. Oh, der kommt an. Damit habe ich nicht mehr wirklich gerechnet. Schön, aber Jan Sommer spielt mit. Schön dazwischen, Douglas Costa. Ah, so ein Mäuschenpass wieder. Also zwischenzeitlich hatte ich echt mal schwache Gegner und jetzt kommt zum Saisonende natürlich alles hart auf hart hier. Arsenal, Schalke, Gladbach, Hoffenheim hat mich gut oder nicht gut aussehen lassen, sagen wir mal so. Und Neuer. Kingsley Coman. Götze, der Versuch auf Costa. Immer noch Costa. Jan Sommer, den kann aber nicht festhalten. Das nächste Mal wieder langes Eck. Ah, Martinez läuft weg. Was machen die Gladbacher? Einwurf. Ja, ich wollte gerade sagen, aber da darf man gerne mal pfeifen. So, Costa. Den versucht da. Weiß auch nicht, was er da gesehen hat. Schon wieder ein Foul, immer noch 0-0. Stranzel. Oh, Neuer, den hält er. So, Neuer mal. Nein! Aber Gladbach kann die Situation nicht nutzen. So, Thiago auf Costa. Und schon wieder dieser Jan Sommer. Oh, da hat er aber gut gemacht, der André Hahn hier. Gegen Bernard und Neuer. Thiago ist natürlich der Spieler für besondere Momente. Kimmich mit dem Fehlpass. Ja, was passiert mit Kimmich nächste Saison? Wahrscheinlich wird er verliehen. Oder verkauft, ich kann mir nicht vorstellen. Oh, stark herausgespielt, André Hahn mit dem Abschluss. Und auch Thiago mit einem Fehlpass. Es ist natürlich nicht einfach, sich nach einem Arsenal-Spiel, abseits meiner Meinung nach, ja, es ist natürlich nicht einfach, sich nach einem Arsenal-Spiel so 100% mit der B11 auf Gladbach vorzubereiten. Ah, Julian Green. Und Julian Green, Jan Sommer.
Götze mit der Ecke diesmal und... Wow. Oh, Costa verliert hier gegen Dimitsch. Boateng ist da. Komm schon, lauf doch drüben. Wieso läuft er nicht? Jetzt erst. David Alaba, so. Wow! Was? Was bitte? Der pfeift Halbzeit. Das war doch ein klarer Elfmeter gerade, oder was? Oh, ich bin so verspannt. Aus meiner Sicht ein ganz, ganz klarer Elfmeter. Naja, so weiter geht's. Zweite Halbzeit immer noch 0:0 zwischen diesen beiden Top-Teams. Aber da geht noch was. Oh Mann. Schön. Ah, verdammt. So, Boateng muss raus. Oh, Götze mit dem Aufbaufehlpass hier. Wow, wieder André Hahn. Ja, einmal zwei halbe Hahn. Und wieder so gechippt, halbherzig. Ja, wenn es scheiße läuft, läuft scheiße. Ich weiß nicht, wer könnte hier nochmal dafür sorgen. Ja, und es steht ja das Halbfinale an. Das ist ja... Julian Green. Ah, zu kurz, viel zu kurz. Ah, und den kriegt er noch. Jawohl, und dann nein. Und wieder... Ah, Jan Sommer. So, noch eine halbe Stunde. Da ist noch genug Zeit. Zumindest sollte es genug Zeit sein. Gladbach spielt hier kaum noch mit. Koman und wieder dieser Jan Sommer. Ohohoho. Ja, die Gladbacher, die sind natürlich auch, haben eine lange Saison hinter sich. Kader nicht so groß und breit wie meiner. Oh, Bernard wird hier schon wieder, ja, ganz klar faul. So, Costa, da habe ich doch einen Geist für, da habe ich doch, wo ist er? Nein, er spielt natürlich nicht. Dann lassen wir den Thiago mal schießen. Thiago! Wie ein Ronaldinho. Über die Mauer und ganz flach in die Ecke. Wie einst ein junger Pusch. Ah. Ja, Gladbach, hier kommt die Wiederholung. 90 Grad Anlauf von Thiago. Bums. Ich glaube, da passte nicht mehr viel zwischen. War ein guter Freistoß. 1:0, darauf kommt es an. So, und wo ist links jetzt die Superrakete? Keiner da. Götze auf Koman.
Und so, da war aber viel Schnitt drin. So, Hahn raus, Fabian Johnson kommt für ihn rein. Der Trainer der Gladbacher scheint sich dadurch noch mal was zu erhoffen, was vielleicht gar nicht da ist. So, Götze. Nochmal rechts raus, Costa. Und Außennetz. Da war ja auch sein Rechter. Sein rechter Platz ist frei. Ah. So, also bei Gladbach geht hier fast jeder Ball mittlerweile verloren. Oh, was pfeift er jetzt? Foul. Alaba, was für ein Schuss. Und Jan Sommer. Also die Spiele habe ich alle unentschieden gespielt in der Hinserie. Latte. Und Latte. Und abgepfiffen. Abgepfiffen. Mensch, da wäre fast der Ausgleich gefallen. Immer wenn ich sowas sage, so komische Sachen wie gleich fällt ein Tor. Und Thiago faul. Freischuss. Komm. Ah. Naja, die Jungs haben ja auch viel gespielt. Thiago. Ah, schade, aber der Pass kommt nicht an. So, von Götze leider wenig zu sehen. Und jetzt. Oh, der Götze war doch nicht im Abseits. Oder was pfeift er da jetzt? Kimmich sehr routiniert. Thiago mit dem Ballverlust. Gibt's auch nicht so häufig. Und diesmal holt er ihn sich wieder. Ja, Gladbach macht auf und deswegen kommt es hier nochmal zu derartigen Chancen. Julian Green, 2-0. Deckel drauf. Gladbach musste öffnen und mit diesen schnellen Spielern ist es natürlich easy zu kontern. Der Götze bremst das zwar alles so ein bisschen ein da vorne, aber ja. Aber gut vorbereitet und der Pass von Coman auf Green und der hat dann, haut ihn dann rein. Sauber. So, Gladbach also auch geschlagen. Schöner Pass nochmal wieder auf Green. So, und Gladbach, die stürme jetzt mit 4 Leuten. Machen natürlich sich selbst wieder extrem konteranfällig, wenn ich den Ball jetzt kriege. So wie jetzt. Julian Green. Auf Costa. Ah, da war die Kraft weg. So wird es hier wieder. Ja, ich wollte gerade sagen, wird es hier wieder eine 10 Minuten Nachspielphase. Nein, Schluss. 2-0 gegen Gladbach. 90 Punkte nach 32 Spieltagen, kann das sein? So, oh ja, hier erstmal Parade Jan Sommer. Ah, naja, kennen wir ja alles. So, Thiago 8,0 war kein Topspiel, aber
ausreichend mit dieser Besetzung, auf jeden Fall. So, das nächste Spiel, ihr seht schon, gegen Arsenal machen wir nochmal die 5 Übungen mit meinen 5 Lieblingsspielern. Costa, Geis, Innenverteidiger Boateng, den kriege ich noch höher. So, dann mein Torhüter nicht vergessen, den Heise. Und wer fehlt noch? Innenverteidiger Boateng. Ach nee, den habe ich. Da ist schon so ein grünes Häkchen. Dann nehme ich Götze, der ist auch erst 23, da muss noch was gehen. So, alles simulieren. So, Heise hat sich natürlich verbessert, ist jetzt ein voller 66er, geiles Teil. So, und das war's. Beim nächsten Mal Rückspiel gegen Arsenal. Ich führe ganz knapp mit 2-1. Bin gespannt. Bis dahin sage ich ciao, tschüss und auf Wiedersehen.